So, hallo, ich begrüße euch zu einem Hack, auf den ich mich durchaus sehr freue, da er viele Neuerungen mit sich bringt. Neuerungen, die ich teilweise schon kenne, weil ich die Demo von dem Hack gesehen habe, und Neuerungen, die ich noch absolut nicht kenne. Also es wird noch ganz viel sein, wo ich auch entsprechend überrascht sein werde. Aber erstmal werdet ihr wahrscheinlich von einigen Sachen überrascht sein, weil also der Hack ist sehr gimmicklastig. Na, es werden sehr viele so, ja, wie drücke ich es aus? Sachen vorkommen, die man jetzt nicht in einem normalen Mario-Spiel erwartet. Da ist sehr viel programmiert worden, wahrscheinlich so ASM-Kram und keine Ahnung, was das alles ist. Und wie ihr hier gerade schon an dem Bildschirm seht, ich habe hier gerade ZNZZ offen. Wir können den Hack nicht in ZMZ spielen, weil dann passiert Folgendes: Dann kommt hier dieser Bildschirm. Und der sagt, es gibt ja dieses MSU1. Und MSU1 gibt für diesen Hack extra Musik zum Runterladen. Und der Ordner für die Musik ist 2 GB groß gewesen. Also, da ist richtig viel drin in diesem Hack. Man kann den Hack komplett spielen ohne diese Zusatzmusik-Ordner-Gedingse. Aber ich zeige euch das mal kurz. Das wäre jetzt hier praktisch ZMZ. Na, ganz. Naja, nicht load. Ganz normal, wie gehabt. Kommt das Bling. Na, und dann klingt das so. Alles in Ordnung. Alles normal. Alles normal. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile auch schon den SNES 9X Emulator runtergeladen. Mit dem funktioniert dieses MSU1 nämlich. Und da passiert, wenn man das Spiel startet. Moment, ihr habt kein Bild. Wieso habt ihr jetzt kein Bild? Vorhin hat es den angezeigt. Da ist er. Okay. Das ist noch ein bisschen leise, ne? Ich mach das mal ein bisschen lauter. Moment. So, gehen wir mal ein bisschen höher. Ja, so klingt das, klingt ganz gut. Ich starte jetzt von vorne. Und ihr erinnert euch, dass bei ZMZ am Anfang kam einfach dieses ganz normale Bing. Und wenn man jetzt diese ROM hier startet, also wenn man die mit SNES 9X öffnet, dann kommt das hier. Und hört ihr den Unterschied? Also, das wird soundtechnisch alleine schon da ein Erlebnis werden, ja? Okay. Dadurch, dass ich jetzt allerdings mit SNES 9X spiele, kann es passieren, dass ich erstmal ein bisschen save-state-technisch komplett durcheinander komme. Ich habe versucht, es so zu konfigurieren wie mein ZMZ, aber es ist gerade bei den Rewinds, glaube ich, ein bisschen anders und es gibt auch nicht diese Übersicht mit den verschiedenen Slots. Aber es ist egal. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was uns erwartet. So, Bild ist da. Die Maus ist jetzt weg. Ja, perfekt. Okay, und es läuft noch. Gut. Irgendwo habe ich gelesen, man sollte im zweiten was öffnen. Habe ich das richtig gelesen? Ich weiß nicht. Wir machen im zweiten jedenfalls was auf. Boon Start. Ah, okay. Wir werden direkt reingeworfen. Hilfe? Ah, mein Gott, wir werden richtig direkt reingeworfen. Moment, da muss ich mich erstmal hier orientieren. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Lore. Many years after the Whip Series, Boon decides to go on a trip to visit his ASCII friends. Oder sagt man, man sagt ASCII irgendwie so, ne? ASCII, keine Ahnung. Should be easy enough, right? Ja, also es ist so Kaizo Gimmick-Zeug. Ich werde versuchen, da der Hack doch recht freundlich ist, was die Midway Points angeht, zumindest was ich bisher gesehen habe davon, werde ich versuchen, immer erstmal so ein bisschen ohne zu spielen und dann halt zu gucken. Ich will es aber ganz schnell auf der Oberwelt hier einmal testen, wie es jetzt so selbsttechnisch ist. Also ich habe mein E müsste speichern, wie gehabt, jawohl, da haben wir es gespeichert und Q müsste laden. Okay, so. Dann müsste Z rewinden. Fantastisch. Klingt auch ganz toll.
Ich glaube, ich kann sogar den Sound für den Rewind. Nee, nee, kann ich nicht. Aber ich habe nichts gesagt. Nee, ich habe was anderes. Oh mein Gott! Wieso ist das jetzt. Wieso ist es jetzt 3 Millionen Mal lauter geworden? Hä, ich hab's. Ich hab nichts verändert. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu laut. Aber wieso ist das jetzt so hochgegangen? Ich habe nichts getan. Hilfe? So, Settings. Dann gehe ich wieder ein bisschen runter mit dem Sound hier. Und dann ist es gleich so extremst leiser. Okay, die Soundeinstellung irritiert mich noch. Ich bin jetzt gerade mal 3% runter. Und dann ist es von mega laut zu ganz leise. Und das ist die Einstellung von gerade, wo es plötzlich so laut geworden ist. Okay, irgendwas ist da noch. Nee, weiß ich nicht. Egal. Also, ich hoffe, ihr könnt jedenfalls alles hören und dann passt die Geschichte. Ihr seht auch, man kann schon viele Level betreten. Na, das ist so ein bisschen Open World. Man kann also wirklich die Reihenfolge wählen, wie man das möchte. Zumindest am Anfang, glaube ich. Und ja, wir haben jetzt alles getestet. Achso, den Slot kann ich noch testen. Wenn ich jetzt W und T drücke, müsste ich durch die Slots gehen. Genau, hier. Slot. Und so kann ich dann die verschiedenen Slots auswählen. Also ich habe jetzt nicht so eine Übersicht wie in ZMZ, dass ich da die auswählen kann direkt, sondern ich gehe so durch die Slots durch. Und es gibt 9. Okay, das sollte reichen für den Hack. Für Inferi würde das nicht reichen. So. Grand Moon, was bist du denn? Also, ich spiele es jetzt zum ersten Mal selber. Ich habe nur die Demo gesehen und ein bisschen was von der neuen Variante dann eben jetzt bei HF im Stream. Also, alles war bei HF im Stream. Und selber erlebt habe ich es aber praktisch noch nicht. Ne? Also, es ist schon spielerisch, es ist schon blind für mich. Wir gehen jetzt erstmal zu Go hier. Keine Ahnung. So. Was ist das? Ah, Tutorial. Here you will find out what each new block does. Das ist doch schon mal gut. Habt ihr auch so diese kurzen Hänger vom Sound manchmal? Jump or throw or land or touch or falling sprite. Ach so, was die bedeuten. Ah. Rot ist Mancha oder Regrab. Ja, Regrab wahrscheinlich. Regrab. Oder schnell, okay. Grün bedeutet werfen oder swing, okay. Und das würde bedeuten slow, okay. Ja. Okay, die Dinger killen das. Das ist halt ein Block. Ah, und der killt meinen Schlüssel. Das sieht ungesund. Ich wollte gerade sagen, das sieht ungesund aus. Okay. Ich nehme an, ich muss den Schlüssel mitnehmen. Also das nicht berühren, haben wir verstanden. Ja, wait. Ach so, ich kann ihn da durchwerfen, okay. Und da wahrscheinlich nicht. Doch, da auch. Ich muss mal kurz testen, ob die mich killen würden. Ja. Gut, dass wir es geklärt haben. Okay. Key. Ja, manchmal hängt der Sound so ein bisschen. Hört ihr das auch? Kann ich das irgendwie... Was bringt mir das, dass der Key hier ist? Ach so, ich muss einen On-Off drücken hinten. Das geht ja mit einem On-Off auf. Und ich komme ja hier ja auch wieder raus. Ja, okay, verstanden. Jetzt kann ich den Schlüssel holen. Jetzt kann ich ihn wieder drücken und kann hier pressen lassen. Der läuft da dahinter, okay. Da kann ich auch durchwerfen. Da kann ich jetzt hochwerfen und jetzt haben wir den Schlüssel benutzt. One-way sprite only. Ach so, das ist der, dass der da. Ich muss den da reinpfeffern. Gut reingepfeffert.
Oder kann ich... Ach so, One Way, der bleibt, der hängt automatisch da drin jetzt. Ja, ergibt Sinn. Gut, deswegen war da auch der grüne, die grüne Münze. Okay, und ein Mond. Collect moons to unlock stuff. Start plus select to exit and go to the grand moon to use the moon you just obtained. Okay. Zack. Aber also ich denke, wenn es mal ab und zu so ein bisschen hängen sollte, der Sound, der könnte auch an den Save-Sets liegen, dass ich da ab und zu lade. Vielleicht ist es das, was dann so ein bisschen hängt. Aber der... Ich denke, der... Dieser stärkere Sound ist es dann schon wert, ne? Selbst wenn der ab und zu mal hängt. Huch, ich wollte da nicht raus. Das war nicht der Plan. So. In order to reveal the Grand Moon's secrets, you will need to find his children. Okay, also jetzt kann ich wahrscheinlich hier durch, weil ich einen Mond habe, ja? Und da kann ich noch nicht durch. You can save by pressing start on the overworld. Okay. Jetzt habe ich die Wolke eingesammelt. Okay. You can save by pressing start on the overworld. Ah ja. Gut, sehr praktisch. Ja, gehen wir mal in Boons Mating Nest. Ist das schon ein Level? Nee, das ist kein Level. Moin. Okay, mache ich nicht. The heck? Yarumi is the one in purple. She has very le... Wait, wo ist die Message? Oh, Moment, ich hoffe, da ist... Ich weiß nicht, ob da was Wichtiges drin ist, aber ich muss noch mal reingucken. Ich war zu entsetzt, dass da... Okay, war nichts Wichtiges. Toll. The overworld is all open from the start besides a few locations. Genau. Also ich kann überall hinlaufen. Okay. Und für verschiedene Orte bekommt man, muss man erst was machen. When you beat a level, the X by the level will turn into a checkmark. This will show what you have beaten. Ja, das ist auch sehr schön. So, komme ich da schon hoch irgendwie? Da ist ja ein Switch. Na, aber hier, das sind diese X gemeint. Ich kann mal kurz mit der Maus hier... Seht ihr die? Da? Das ist jetzt voll cool. Mit SNES 9X kann ich mit der Maus hier rumwurschteln, ohne dass ich pausieren muss. Ich kann auch gar nicht pausieren. Also der einzige Moment, wo der Emulator pausiert, also wenn ich Escape drücke, passiert einfach das hier. So, da passiert effektiv gar nichts. Nur wenn ich rausklicke, dann ist sozusagen, ist er inaktiv, der Emulator. Okay. So, und da sind nämlich die X. Gut. Nein, ich wollte da nicht rein. Zurück. Zurück. Ich wollte da nicht rein. Ich wollte da nicht rein. Danke. So. Ich wollte gucken, ob ich hier hochkomme. Aber wahrscheinlich mit einer Feder irgendwann halt mal, oder? Oder wenn ich jetzt schnell genug werde, dass ich über die Messageboxen komme. Ach so, ja, Moment, das müsste doch gehen. Aber ich bin gerade gar nicht oben gelandet, kann es sein? Ah, ich kann da gar nicht drauf stehen. Ja, dann wohl eher nicht. Kann ich mit dem Kamin was machen? Ah, natürlich. Okay. Da hat es wieder kurz gehangen, habt ihr das gemerkt? Aber das hängt dann auch im Spiel kurz. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn es in einem entscheidenden Moment hängt. Oh Gott, daran kann ich mich jetzt schon mal zum Beispiel wieder überhaupt nicht erinnern, dass ich das mal... Habe ich das mal bei HF gesehen? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, dass ich es mal gesehen habe, aber... Yo. Aber hört ihr die Musik? Es ist so gut. Wäre jetzt wieder interessant zu wissen, wie sie sich drüben angehört hätte in ZMZ. Weil wir können es ja nachher kurz testen. Ich kann ja nachher kurz hier SNES 9X zumachen und ZMZ auf und dann können wir es kurz uns anschauen. Es ist ja, oder halt nicht jetzt in dem Part oder in dem nächsten einfach. Es ist ja eben dadurch, dass alles Open World ist, kann ich ja überall hin sofort. Das heißt, man kann öfter mal die Musik... Oh mein Gott, wie mache ich das? So, und jetzt ist dann da... Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mit States anfangen zu arbeiten.
Also ich werde einiges ohne States probieren, ne? Aber wie gesagt, es wird ein Probieren bleiben. Ich will halt nur nicht sofort immer gleich staten. Aber hier muss ich erstmal überlegen, wann ich überhaupt noch richtig bin. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da sofort hoch muss. Und ich das sonst gar nicht kriege, das Ding. Hm. Weil so bin ich zu langsam. Jetzt kriege ich den schon nicht mehr. Genau. Nee. Aber die Musik ist so gut. Ah, das war knapp. Das könnte so funktionieren. Ja, so. Okay, den State habe ich erwischt. Okay, da drauf kann ich stehen. Ja, dann hätte ich auch hier, dann hätte ich auch, ja, dann hätte ich bis da hoch, hätte ich schaffen können ohne State, aber ist egal. Wie gesagt, ich werde es immer so ein bisschen probieren. Und ihr kennt mich ja, wenn ich das Gefühl habe, hier will ich staten, dann state ich halt. Aber ich werde jetzt nicht exzessiv viel staten. Zumindest solange es nicht notwendig ist. Ist natürlich auch immer so ein bisschen von meiner, ja, von meiner Laune abhängig. Also es ist halt leider wirklich so. Und wie ungeduldig ich bin. Und die Ungeduld ist von meiner Laune abhängig. Denn wenn ich schlecht gelaunt bin, bin ich ungeduldiger. So. Gerade ist so ein Mischmasch. Gerade ist so ein Mischmasch. Ich bin teilweise gut gelaunt und teilweise nicht so gut gelaunt. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Ist irgendwie nicht so leicht in der aktuellen Zeit gut gelaunt zu sein. Ne? Also, es geht. Es geht. Also, man macht das Beste draus. Es könnte auch noch deutlich schlimmer sein. Also, ja. Wollen wir uns nicht hier in die Opferrolle schieben. So. Ah, ich dachte gerade, das läuft gut, aber hat nicht so hingehauen. So. Aber jetzt hängt es nicht mehr, das Lied. Also das hängt immer nur mal ganz, ganz kurz. Also das ist, denke ich, schon verkraftbar. Muss da irgendwas kommen? Oder muss ich da erstmal jetzt auf das Ding drauf und dann geht es irgendwie weiter? Ah, okay, okay, okay. Oh. Ja, das war es wahrscheinlich da auch schon. Aber man müsste das, also, das müsste man am Stück schaffen. Das würde das Spiel dann schon erwarten, dass man das hier am Stück schafft. Also, ne, so gut bin ich dann, glaube ich, auch noch nicht, dass ich das am Stück hinkriege. Das ist schon, wenn ich jetzt hier, also, ne, immer wieder hier von Anfang an, ich denke, ihr merkt, so ab und zu mal ein Save State zwischendurch werde ich mir erlauben, weil da immer wieder von vorne loslegen, das ist, glaube ich, fürs Let's Play zu krass und auch für mich. Auch für mich. Ich will ja doch gerne die ganzen Gimmicks hier zeigen und nicht ewig lange mich irgendwo aufhalten. So, ich will schon so ein bisschen eine Herausforderung haben und es mir nicht zu leicht machen, weil die Level werden halt auch so, dass man sich's wirklich... Ja, Mist. Die Level werden halt auch so, dass man sich's wirklich zu leicht macht, wenn man jetzt nur statet. Seht ihr ja? Also, ich könnte hier fast jeden Sprung staten. Das will ich auch nicht. Entsprechend ja. Ich denke, wir werden irgendwie schon so ein Mittelmaß finden. Und das wird sowieso ein Projekt sein, wo ich immer mal wieder nur ein bisschen zu einer Aufnahme komme. Also ich glaube, jetzt werde ich auch nur diesen einen Part aufnehmen können. Der kommt direkt morgen. Und dann muss ich erstmal weiter korrigieren. Und dann bin ich wahrscheinlich noch viel schlechter gelaunt. So, komme ich jetzt mal in diese Röhre. Okay, dankeschön. Und jetzt bin ich da oben drauf. Jetzt ist die Frage, ich will es kurz mal testen mit State. Könnte ich jetzt runterfallen? Oh ja, okay, das wäre super ärgerlich. Gut, also dann wollen wir darüber. Aber wir wollen, stopp, da ist ein Mond. Wir wollen auch an den Mond. Kann ich hier oben drauf? Kann ich auch nicht. Wie komme ich an den Mond und an den Dings? Geht nur mit einem Jump wahrscheinlich, ne? Muss ich einen Jump jetzt hinkriegen? Oh je. Yes! Got it. This yellow switch doesn't really do anything, however it does give you an exit. Ah, okay.
Der war überhaupt nicht wichtig. Also, er war wichtig im Sinne von, er hat mir ein Exit gegeben und ich habe den Mond bekommen. Gut. Hey, er macht ja doch was. Oder vielleicht macht er halt nichts, weil es keine solche Dinger gibt. Das kann natürlich auch sein. Okay. Aber jetzt haben wir hier nämlich einen Haken. Na? So. Und deswegen sind auch bei manchen Leveln eben zwei K Kreuze, weil es da zwei Exits gibt. Na, deswegen. Es ist alles erklärbar. Und es ist. Oh, und guck mal, jetzt steht hier oben sogar Moons 2, Exits 1. Und der Mond ist hier! Hier ist jetzt der Mond angedingst. Ist das woanders dann noch leer oder ist einfach kein Mond da? Cool. Also, das sind Collectibles, die wir auf jeden Fall sammeln werden und müssen. Jetzt kann ich schon in den zweiten Raum gehen mit dem Mond, ja? Ah, und ich starte auch direkt in dem Raum, wo in dem es weitergeht. Okay, das ist cool. Press R on the Overworld to switch between Instant and Prompt Retry. Okay. Wir drücken mal R. Jetzt habe ich R gedrückt. Glaube ich. Oder nicht? Ach, da oben. Instant Prompt. Ja, was ist jetzt was? Moment. Wir gehen nochmal in das Level rein und gucken mal, was ich jetzt habe. So, das ist dieses Retry. Ach so! Das hatte ich ja gerade nicht, oder? Ich glaube, der hat gerade automatisch von vorn gestartet. Ich glaube, ich musste nicht selber starten. Jetzt machen wir mal von Prompt zu Instant und ich glaube, das war das, was ich hatte. Genau, er startet auto. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass er ja von selber einfach neu startet. Das habe ich einfach so hingenommen. Das ist ja auch schon wieder so ein Zusatzding. Seht ihr, was ich meine? Der Hack wird großartig. Okay. Ich denke, wir gucken uns ein Level noch an. Eins, auf das ich was gleich mal demonstriert, dass der Hack coole Gimmicks hat. Und zwar das hier unten. Pokeballs. Und ja. Das Wort, was da steht, sagt auch genau, worum es gehen wird. Es wird um Pokémon gehen. Boon found a bag of Pokeballs. Whenever these hit an enemy, it will capture them and then release them the next time you toss one. Also, ne? Anstatt dass wir jetzt Feuerbälle werfen, werfen wir Pokebälle. Ich bin gespannt, wie weit ich es ohne selbst jetzt schaffe. So, ich kenne den Weg in etwa. Das habe ich bei HF gesehen, ne? Aber mal gucken. Ja, und das Schöne ist, er zeigt halt immer an, wo wir was tun müssen. Also, du musst hier nicht jetzt raten, wann muss ich den Ball werfen, sondern es ist eine relativ schöne. Und mit diesem Instant Retry geht es ja auch noch viel schneller, dass man hier direkt wieder startet. Das ist so richtig flawless. Gefällt mir. So, aber irgendwie muss ich. Ich glaube, den muss ich von hier fangen, wenn der da liegt. Okay. Ja, ich habe es zwar gesehen, aber ich kann mich, wie man sieht, nicht erinnern, wie es genau ging. Das ist aber auch gut so. Aber alleine, ich meine, schaut euch das an. So, was ist das? Du kannst den Feuerball so programmieren, dass er den Gegner fängt und dann an der anderen Stelle wieder loslässt, als wäre es ein Pokéball. Ich finde das so großartig. Und die Musik, Leute. Also, den Hack werde ich böse feiern. Wie gesagt, irgendwann werde ich bestimmt immer wieder ungeduldig sein und sagen, ah, jetzt haben wir genug ohne Saves jetzt probiert. Aber so ein bisschen, ah, da hätte ich die Pflanze wahrscheinlich fangen müssen. Da war auch wieder eine rote Münze. Aber so ein bisschen möchte ich schon probieren ohne Save States. Und ich hoffe, ihr gebt mir die Zeit auch und seid selber so geduldig, euch das entsprechend ups, da muss ich auf den grünen Ast drauf, euch das entsprechend anzuschauen. Weil gerade das ist was, wo ich halt immer das Gefühl habe, so, das mache ich einfach nicht gut mit den Save States, weil ich zu ungeduldig werde nach einer Weile. Aber das wird hier auch passieren. Das sage ich jetzt schon. Das wird hier safe passieren. Aber man kann halt wirklich schon ganz gut. Also, ich will es schon recht weit probieren ohne. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Und dann muss ich die Dahlen wieder loslassen. Ich hab's gesehen. Nein, ich muss Spin Jumpen, deswegen war da eine blaue Münze. Ergibt ja auch Sinn, wenn ich die Pflanze werfe. Nein, das war wieder zu bald. Okay. Ah, ich. Das ist auch was, was mich immer wieder nervt, dass ich Sachen, von denen ich eigentlich weiß, wie sie gehen, plötzlich wieder anders spiele, weil ich es wieder nicht mehr weiß. Aber hey. Wir arbeiten uns voran. Nein, da bin ich zu nah an die Manche ran. An den Manche ran. Aber wie gesagt, ich denke, jetzt hat jeder so ein bisschen gesehen, wohin die Reise mit diesem Hack gehen wird. Oh, das war nix. Ich glaube, es wird eine großartige Reise. Es hat, glaube ich, um die 70 Exits, das Ding. Also... Und wie gesagt, die Demo waren, glaube ich, 20 Ex. Ich weiß nicht, ob es 20 waren. Also, einiges kenne ich schon und einiges kenne ich halt noch überhaupt nicht. Und das, die Mehrheit, also das meiste kenne ich noch nicht. So. Und das ist das Ding. Ach, Mist. Entsprechend. Ja, freue ich mich drauf. Okay, das war ein Ansatz. Soweit waren wir bisher noch nicht. Progress, wie man so schön sagt. Nein! Aber was mittlerweile mit Hex möglich ist, es ist so insane. Auch von der Musik her, ne? Ich meine, das ist Musik in einem SMW-Hack. Ja, eben weil es dieses MSU1-Dings jetzt hat und man das mit den moderneren Emulatoren abspielen kann. Wie gesagt, ZMZ konnte es nicht. Na, da ist vorbei. Jetzt habe ich SNES 9X. BSNES würde es wahrscheinlich auch können. BizHawk sowieso. Ja. Aber jetzt spielen wir auf SNES 9X. Gibt bestimmt auch wieder Leute, die dann sagen, nein, du musst unbedingt auf BizHawk spielen oder so, oder? Also ja, es gibt halt viele Varianten. Aber ich denke, SNES 9X ist jetzt keine komplett falsche Wahl gewesen. Das ist noch der, mit dem ich am ehesten zusätzlich vertraut war zu ZMZ bzw. ZSNES, was es ja früher war. So. Ah, es ist einfach faszinierend, wie sich das alles entwickelt hat. Und dass es halt allein die Hacking-Szene noch gibt und, wie gesagt, ne, anstatt dass es da irgendwie einschläft irgendwann, kommen solche Sachen raus. Das ist, also für mich ist das insane. Ich find's großartig. Und eben auch so viele Jahre nach den VIP-Hacks. Na, das ist ja, es ist ja wirklich orientiert an VIP. Also wer das nicht weiß, der Hauptcharakter in VIP hieß halt Boon. Und das ist genau dieser Typ hier, den wir spielen. Yes! Nein! Okay, was hätte ich tun sollen? Ah, Mist. Das wäre vielleicht eine Stelle für einen Safe State. Das wäre vielleicht eine Stelle für einen Safe State. Oh Mist, zu weit. Ah Mist, ich denke, die braunen Blöcke werden mal einen versuchen, einen Safe Set zu setzen. Ach Mann, ich werf den immer so weit. Oha. Dafür habe ich den jetzt weniger weit geworfen. Nein! Bam, bam, bam. Ah, wieder so wenig. Bisschen höher springen, dann passt es auch mit dem Werfen besser.
Nein! Ah! Ich kann es noch so schlecht abschätzen, wann der, wo genau der rauskommt. Aber er müsste sozusagen direkt die... Ah. Direkt der erste Ort, wo er landet, da kommt eigentlich das Viech dann raus. Ach, Mist. Aber wenn wir jetzt mal nachdenken, da ist ja gerade so ein Chuck runtergelaufen. Ich glaube, die kann ich nicht fangen, oder? Kann ich die auch fangen? Ich wollte gerade sagen, ich kann nur Pokémon fangen, aber die Pflanze kann ich ja auch fangen. Hm. Also, ne, konstruierte Dinger. So, klar sind das hier auch Goombas und das andere sind Koopa. Aber ja, die Pflanze... Ach Mann, ich denke nicht nach. Die Pflanze kann ich ja auch fangen. Okay, das ist ein State jetzt für mich. So. Kann ich dich fangen? Ja. Oh mein Gott! Okay, nein, ohne State. Wir spielen ohne State bis zum Midway Point. Wir spielen ohne State bis zum Midway Point. Der kommt ja da schon. Das ist genau das, was ich meinte. Das war nämlich auch das Gefühl, was ich hatte, als ich das bei HF gesehen habe. So dass das durchaus... Mist. Dass das durchaus machbar sein könnte. Dass das durchaus machbar sein könnte. Genau das. So, weil, na, es ist nicht so ewig weit bis zum Midway. Und ich denke mit, also wenn ihr die Geduld habt mit mir, so, und ich, dann, also, wenn ich weiß, ihr habt die Geduld, so, und fangt nicht an, hier vor dem Bildschirm auszuflippen, weil ich, ewig lange jetzt an einer Stelle halt hänge und es selbst schaffen möchte, ohne zu staten. Wenn ihr die Geduld habt, dann habe ich die auch. So, mein Problem ist halt immer das, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt hänge ich hier und dann wird der Zuschauer ungeduldig. Und dann gefällt dem das nicht. Und das ist dann blöd, ne? Also klar gibt es auch Leute, die dann nicht sagen, hey, ich habe die Geduld nicht. So, es ist logisch. Und ihr könnt ja auch vorspulen, also. Wenn ihr sagt, ah, jetzt, ich will sehen, wie er bei Midway Point landet, dann spult halt vor. Aber ich sag jetzt mal schon vorsichtig, an der Stelle ist wahrscheinlich dann das Video zu Ende. Weil wir sind schon bei einer halben Stunde. Und ich will es jetzt auch nicht übertrieben lange aufnehmen, weil ich ja eigentlich muss korrigieren. Ich habe noch einiges vor mir zum Korrigieren. Aber ich brauche jetzt auch erstmal wieder zwischendurch. Erstens musste ein Part her. So, das ist das eine. Nein, Mist! Das ist das eine. Und zweitens brauchte ich eine Pause. Ich wünschte mir manchmal, ich würde einfach ohne Emotionen korrigieren können. So einfach wirklich sachlich. Aber das kann ich nicht. So, ich ärgere mich dann mit den Fehlern, den die Schüler machen, mit. Weißt du, wenn man das einfach sachlich korrigieren würde, so, man kennt die Person praktisch nicht. Und ja, das wäre irgendwie, glaube ich, anders. Also wenn ich jetzt einfach von jemandem das zum Bewerten bekommen würde. Na, wobei, nee. Es ist egal, ob ich die Person kenne oder nicht. Ich würde mich so oder so über den Fehler ärgern. Also, Beispiel Dualzahlen. Vielleicht wissen von euch manche noch, wie man die umrechnet. So, ich meine, nach der 5. Klasse brauchen es die Schüler nicht mehr. Das ist jetzt auch nur, dass man halt mal verschiedene Zahlensysteme anschaut. Also, zumindest in Mathe brauchen sie es nicht mehr. Ich wollte damit nicht sagen, dass Dualzahlen irrelevant sind. Je nachdem, was man halt macht. Jedenfalls... Manche kriegen es hin, so die richtigen Ziffern rauszufinden, wenn sie... Nein! Wenn sie die Dualzahl umrechnen wollen. So, ich nehme jetzt mal das Beispiel 1, 0, 1, 1 Dual, ja? So. Und dann schreiben sie sich ihre Tabelle auf und kriegen raus, okay, das ist 8. Was habe ich gesagt? 1, 0, 1, 1, das ist 8, 2, 1. So. Und jetzt muss man die ja addieren. Ne? Also das wäre halt 11. Oder? Was habe ich jetzt gesagt? 8, 2... Oh Gott, gleichzeitig SMW und das ist ja furchtbar. 1, 0, 1, 1... Ja doch, das muss 11 sein. Wenn ich jetzt falsch liege, schiebt es aufs SMW-Spiel. So. müsste aber passen. So, ich will aber nur sagen, was für einen Fehler ich gerade öfter jetzt gelesen habe und was mich einfach
nervt. Es nervt mich einfach. Weil dann finden sie die richtigen Ziffern und schreiben sie hintereinander. So, ich habe jetzt schon mehrmals, und das sind halt so Sachen, wo ich sehe, okay, der hat einfach nicht gelernt. Ich meine, wir haben das zigmal im Unterricht gemacht. Wir haben es sogar jetzt vor der Schulaufgabe nochmal wiederholt. Und dann schreiben sie mir hin, 1011 ist 821. Einfach, weil sie die Ziffern hintereinander geschrieben haben und nicht addiert haben. Das sind Sachen so, das ärgert mich, weil ich genau weiß, Mensch, du hast den schwierigen Schritt hast du. Du hast den schwierigen Schritt geschafft. Du hast die richtigen Ziffern rausgefunden. Du hast rausgefunden, wofür die 1 und wofür die 0 gestanden hat in dieser Zahl. So. Und dann musst du addieren. Und das musst du halt lernen, dass man die Dinge addieren muss. Und wenn du das halt nicht lernst und nicht ordentlich geübt hast, naja, dann ist klar, dass man es dann halt falsch macht. Und dann plötzlich schreibt man die Ziffern einfach hintereinander. Aber es ist halt, ne? Den schwierigen Teil geschafft und dann einfach, weil man es nicht ordentlich angeschaut hat, verliert man halt Punkte. Und das sind Sachen, das ärgert mich beim Korrigieren und deswegen meine ich, wenn ich emotionslos korrigieren könnte, das würde so viel schneller gehen, weil mich das halt aufhält. Es hält mich auf. Aber ja, nur so mal als Beispiel. Ach, und dann gab es noch Spezialisten, die haben die Dualzahlen mit dem Index mal genommen. Ja, da steht dann wieder als Beispiel 1011 und dann ist ja diese kleine 2 der Index für das Dual, ne? Und dann schreiben sie dann ist gleich 2022. Das ist halt auch so wieder, hey, nicht gelernt. Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil man sieht es an vielen. Viele machen das völlig richtig und sammeln schön Punkte. Und manche wollen halt einfach die... Och, ich kriege hier die Krise. Und manche wollen halt einfach die Punkte nicht haben. Aber das ist... Wenn es halt irgendwie so Verrechnungsfehler wären, so das, ne, oder man hat vielleicht in der Tabelle sich verlesen oder so. Das wären halt einfach Fehler, die okay sind. Das sind zwar auch ärgerliche Fehler, aber sie sind okay, ne? Aber es sind halt immer Fehler, wo man halt sieht, es wurde nicht gelernt. Oder in der 7. Klasse, jetzt muss ich das noch kurz anbringen, in der 7. Klasse. Vektoren. Wir machen bestimmt 10, 12 Schulstunden lang machen wir Vektoren, Parallelverschiebung und so weiter und so fort. Und in der Schulaufgabe gibt es immer noch Leute, die einen Vektor so schreiben wie Punktkoordinaten. Also nebeneinander, ja, x, y nebeneinander. Wo man auch direkt sieht, ja, überhaupt nicht irgendwas in der Richtung sich angeschaut. Weil dann hätte man ja festgestellt, dass man einen Vektor untereinander schreibt, die x- und die y-Koordinate. Und vor allem ist ja ein Vektor kein Punkt, sondern es ist ja eine Verschiebung überall. Du hast ja nicht, wie du bei einem Punkt kannst ja nicht, ich meine, warum erkläre ich das? Aber ihr merkt, das sind Sachen, wo ich mich einfach beim Korrigieren aufrege. Und dann hält mich das auf und dann habe ich auch keine Lust weiterzumachen. So, okay, das war jetzt ein interessanter erster Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich muss jetzt mal reinhören, wie die Musik war, ob das gepasst hat. Ich hoffe, ja. Und ja, schreibt gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, etc. in die Kommentare irgendwas rein. Also falls Musik viel zu leise war, werde ich selber festgestellt haben. Ne? Das ist dann was ich selber ändere. Aber könnt ihr natürlich trotzdem schreiben, wenn ihr merkt, wenn ihr meint, die Musik war zu leise oder zu laut, könnt ihr es natürlich trotzdem schreiben. Ansonsten, das Hängenbleiben von der Musik scheint sich reguliert zu haben. Ich glaube, das war immer nur mal ganz kurz. Das dürfte kein Problem sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle jetzt erstmal und sage Tschüss.